Frau Zimmer, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Totschlags an Mike Zapke, dessen Mutter Katja Zapke als Nebenklägerin an diesem Verfahren teilnimmt. Das ist mein Sohn Mike. Schauen dir ganz genau an. Was hat er dir denn getan, dass du ihn abgeschlachtet hast wie ein Stück Vieh? Er war erst 18 Jahre alt. Er hatte noch sein ganzes Leben vor sich. Warum, warum? Nur weil er schwul war. Mann, ich hab nichts getan. Frau Zapke, ich kann verstehen, was Ihnen als Mutter hier vorgeht, dass Sie als Nebenklägerin am Verfahren teilnehmen. Aber nehmen Sie sich bitte zurück, ja? Versuchen Sie es. Mhm. Frau Zimmer, Ihr Vorname ist Verena. Sie sind am 18. Juni 1985 in Köln geboren. Sie sind verheiratet. Kinder haben Sie, wie ich sehe, noch nicht. Was sind Sie vom Beruf? Ja, nichts. Also ich habe vor der U-Haft war ich auch schon zu Hause, auch wegen der Schwangerschaft. Und ich habe vor Jahren mal im Büro so eine Ausbildung angefangen, aber das war nichts für mich. Und ja, seitdem bin ich auf Hartz IV. Seit dem 29.11.2009 sind Sie in Köln in Untersuchungshaft. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Wenige Monate nach ihrer Hochzeit fielen der schwangeren Angeklagten intime Fotos ihres Mannes Bastian Zimmer in die Hände, die ihn bei homosexuellen Handlungen mit einem jungen Mann zeigten. Als sie herausbekommen hatte, dass es der 18-jährige Mike Zapke war, fuhr die Angeklagte am 27. November 2009 zu dessen Wohnung in Köln, um ihn zur Rede zu stellen. Dabei geriet sie so in Wut, dass sie ein Fleischermesser aus dem Messerblock nahm und viermal auf den jungen Mann einstach. Mike Zapke war sofort tot. Verena Zimmer wird daher wegen Totschlags angeklagt. Vielen Dank, Staatsanwalt Römer. Frau Zimmer, wollen Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder werden Sie Angaben zur Sache machen? Ja klar, sage ich aus. Ich bin im siebten Monat schwanger und ich freue mich sowas von auf das Kind. Das wird ein Junge. Ich meine, glauben Sie ernsthaft, dass ich vorhabe, den im Knast großzuziehen? Ich kannte diesen Mike doch überhaupt nicht. Ja, Ihr Ehemann soll ihn aber ganz gut gekannt haben. Jedenfalls sieht es so aus, als ob es zwischen den beiden eine homosexuelle Beziehung gegeben hat. Wussten Sie davon nicht? Also mein Mann ist schwul und hatte was mit diesem Typen, das wusste ich. Aber ich meine, können Sie sich vorstellen, wie es mir da geht? Allein der Gedanke daran, was die alles da zusammen getrieben haben, die beiden im Bett, das ekelt mich so an. Nein, das ist brutal, das kurz nach der Hochzeit so etwas dann zu erfahren. Sie sind jetzt ja noch ganz schockiert, das wäre ich an Ihrer Stelle auch. Und dann können wir uns, glaube ich, alle gut vorstellen, in welchem Gemütszustand Sie waren, als Sie kurz nachdem Sie das gesehen hatten, in der Wohnung von Mike Zapke waren. Da sind Sie natürlich komplett ausgerastet. Ja, nein. Was konnte überhaupt mein Sohn dafür? Ja, Mike war so ein sensibler, netter Junge. Was machen Sie denn überhaupt, wenn Ihr Sohn schwul wird? Hassen Sie den dann auch, oder wie? Was hat das denn jetzt bitte damit zu tun? Aber außerdem, mein Sohn wird nicht schwul. Naja, aber Zimmer. Das hat man als Mutter nicht in der Hand. Frau Zimmer, nutzen Sie Gelegenheit, kommen Sie zu mir. Ich glaube, das bringt so auf dieser Ebene nichts, sich weiter zu äußern. Nee, das eher nicht. Dann beginnen wir mit dem Ehemann der Angeklagten. Bastian Zimmer, bitte. Sie nehmen in Ihrem Verteidiger Platz. Herr Zimmer, nehmen Sie doch hier vorne bitte Platz. Herr Zimmer, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Bastian, Sie sind 27 Jahre alt und wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Ich mache gerade eine Umschulung zum Mechatroniker. Als Ehemann der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen, das ist Ihre Entscheidung. Ja, ich möchte aber gerne was sagen. Ja, noch was. Man kann immer dann schweigen, Paragraph 55, wie gesagt, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Zimmer, Ihre Ehefrau sagt ja hier weiterhin, dass sie nichts mit dem gewaltsamen Tod von Mike Zapke zu tun habe. Wo sind Sie eigentlich an dem Nachmittag gewesen? Ja, ich war zu Hause und sie war auch die ganze Zeit bei mir. Also wir waren den ganzen Nachmittag zusammen. Deswegen kann es auch auf keinen Fall gewesen sein. Ich weiß, dass Sie das bei der Polizei so gesagt haben, ziemlich wortwörtlich. Nur die Staatsanwaltschaft glaubt dem nicht. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil Sie nämlich drei Tage vorher von zu Hause ausgezogen sind. Da wundert man sich, dass Sie da zu Hause gewesen sein wollen. Was war überhaupt der Grund für Ihren Auszug? Ja gut, Verena und ich, wir haben uns nicht so toll verstanden. Und irgendwie plötzlich standen meine Koffer vor der Tür. Ich kam nicht mehr in die Wohnung rein. Ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, worum es ging. Dass sie irgendwie dachte, dass ich schwul bin, das habe ich dann erst später von der Polizei erfahren. Schatz, wieso hast du nicht mit mir geredet? Ich meine, ich dachte, das wäre wieder eine von deinen Hormonschüben wegen Schwangerschaft und sowas, aber sowas? Basti, ich krieg ein Kind von dir und ich habe dir vertraut und du hast mich so verarscht. Was heißt verarscht? Ich bin nicht schwul. Was soll ich denn noch tun? Soll ich mich an Lügendetektor anschließen lassen? Glaubst du mir dann? Boah, weißt du, nächtelang hast du dich rumgetrieben. Glaubst etwa, ich bin so blöd und krieg das nicht mit? Erst habe ich gedacht, da steckt eine andere Frau hinter. Boah, weißt du, gegen die hätte ich wenigstens kämpfen können. Aber ein Typ,
Das geht wirklich gar nicht. Verena, ich liebe dich. Ich will dieses Kind mit dir. Ich bin nicht schwul. Wie haben Sie eigentlich erfahren, dass Ihr Ehemann möglicherweise, ich will mich nicht festlegen, homosexuell ist? Oder bisexuell? Na, durch die Fotos da. Woher haben Sie die? Das sage ich nicht. Ich hab's eben. Entschuldigung, von wem haben Sie denn die Fotos? Von Ihrem Ehemann haben Sie die doch mit Sicherheit nicht. Wer soll es denn dann gewesen sein? Von dem Mike Zapke ist eine Möglichkeit, der kann die Ihnen geschickt haben. Sein Lebensgefährte kann die Ihnen geschickt haben, weil er Sie irgendwie aufmerksam machen wollte auf diese Affäre. Auf jeden Fall wussten Sie, dass es eine Affäre gab und dass Ihr Ehemann eine hatte. Also war es für Sie doch auch ein relativ leichtes, ihm zu folgen. Und schon wussten Sie, wo Mike Zapke lebt, oder nicht? Jetzt fangen Sie auch schon damit an. Ich bin nicht schwul, basta! Wie würden Sie denn diese Bilder da, schauen Sie sich doch mal wirklich die Bilder an. Wie würden Sie dieses, was ist das? Ein Pfadfindertreffen oder was? Das bin ich, der Typ sieht mir einfach nur unfassbar ähnlich. Keine Ahnung, vielleicht ja ein Doppelgänger oder sowas. Doppelgänger. Bei der Tatwaffe muss es sich, das wissen wir jedenfalls, um so ein Fleischermesser gehandelt haben. Das ist selber nicht die Tatwaffe, aber genau so ein Messer fehlt im Messerblock aus dieser Wohnung in der Küche des Getöteten. Aber Herr Zimmer, noch mal. Wollen Sie wirklich dabei bleiben, den Mike Zapke nicht gekannt zu haben? Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich kann das nicht sein. Ich bin das nicht. Noch Fragen an den Zeugenzimmer? Nein, danke, Frau Vorsitzende. An seinen Doppelgänger auch nicht. Bleibt erstmal unvereidigt. Dann wird die Verhandlung kurz unterbrochen, weil unser nächster Zeuge sich verspäten wird. Allerhöchstens um 5 Minuten. Von wegen Doppelgänger. Dieser Mann ist ganz klar der Ehemann der Angeklagte. Ich wüsste nur gerne, warum der derartig abstreitet. Wahrscheinlich ist es ihm peinlich vor seiner Frau. Ja, aber ich meine, diese Fotos, die wir hier haben, sind doch die harmloseren. Die haben noch ganz andere in den Akten. Sie kennen sie ja auch. Auf jeden Fall ist er das, der sich hier mit dem Mike Zapke vergnügt. Fertig, aus, fertig. Ja, so ein Coming-out ist aber auch nicht einfach. Mein Cousin hat 8 Jahre gebraucht, bis er sich getraut hat. Aber der hat nicht eine Frau geheiratet, mit ihr noch ein Kind gezeugt. Also die Ehefrau kann mir schon leid tun. Die hatte keine Ahnung, wie er das nur so lange verbergen konnte. Auf der anderen Seite, der bestreitet derartig intensiv. Ich meine, es gibt eine Möglichkeit vielleicht. Salisch? Ja, genau, auf diesen Johannes Schmitz warten wir. Wie bitte? In Frauenkleidern, weil er einen Auftritt hat. Benimmt er sich ansonsten so ähnlich wie ein Zeuge? Na, dann kommen wir. Ja, ich sehe kein Problem. Ja, ja, es geht weiter. Oh, schick, schick. Gleichfalls. Nehmen Sie doch mal Platz, Herr Schmitz. Hallöchen. Herr Schmitz, dass man bei Gericht in welcher Kleidung auch immer die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Herr Schmitz, ihr sitzt alles. Mhm, alles Bombe. Ihr Vorname ist jedenfalls Johannes. Ja, aber sagen Sie doch einfach Jody zu mir. Alle sagen zu mir Jody. Der Johannes ist zu Hause geblieben, wie Sie sehen. Ja, aber einigen wir uns auf Herr Schmitz, wenn es irgend geht, was Ihr Geschlecht angeht, bin ich an Ihren Personalausweis gebunden. Und danach sind Sie jedenfalls ein Mann. Ja, noch. Aber ich schluck schon fleißig Hormone. Wohl bekomm's. Sie sind 35 Jahre alt und wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Ich arbeite in einer Bar als Bedienung. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Was ist das genau für eine Bar, in der Sie arbeiten? Das ist eine Szenenbar, also eine Schwulenbar. Könnten wir vielleicht ein bisschen Gas geben? Ich habe gleich noch einen Auftritt. Heute ist Dirty Dancing Day. She's like the wind through my dreams. She rides the night next to me. Herr Schmitz, ich fürchte, es verlängert sich, wenn Sie noch Ihre Solonummer hier ablegen. Ich beantrage, die restliche Aussage singen zu bringen. So ein schönes Stimmchen, Frau Vorsitzende. Das schon, aber ich weiß nicht so richtig, ist der Ehemann der Angeklagten, der da hinten sitzt, öfters Gast bei Ihnen? Na klar, der ist sowas wie ein Stammgast, nicht wahr, Basti? Können Sie das so bestätigen, Herr Zimmer? Das stimmt nicht. Ich war ab und zu mal in dem Laden, aber wenn, dann war ich mit irgendwelchen Kumpels unterwegs, ja, ganz normal. Und das ist auch einfach ein ganz normaler Laden. Da gehen normale Leute ein und aus. Von mir aus sind auch ein paar Schwule, na und? Ach ja? Und warum schaust du dann den Jungs immer auf den Hintern, wenn du nur ganz selten da bist? Ich hab dich durchschaut, Schätzchen. Schwul. Basti, jeder denkt, dass du schwul bist. Jetzt gib es doch endlich mal zu, verdammt normal. Alle wahnsinnig, ich bin nicht schwul. Also ich brauche einen Mann ja nur in die Augen zu sehen. Dann kann ich Ihnen gleich sagen, ob er schwul ist oder nicht. Woran erkennen Sie das denn genau? Am Blick, an der Pupillenweite? Oder haben Sie da so eine Gesamtwahrnehmung, die sich spontan bei Ihnen einstellt? Jahrelange Erfahrung. Darf ich kurz, Frau Vorsitzende?
Ich kann Ihnen auch kurz. Ja, ich kann Ihnen auch hier bei den Leutchen zeigen, wer schwul ist und wer ach, nicht. Nee. Kein Witz. Mhm. Hey, ihr drei Süßen da vorne, möchtet ihr mal kurz aufstehen? Die Jodie kommt jetzt mal zu euch. Wie schön. Mhm. Also der ist schwul. Nicht schwul, nicht schwul. Also ich bin auf gar keinen Fall schwul. Ach Schätzchen, komm, auf dann weißt du es nur noch nicht. Aber mir liegen sie auch komplett falsch. Ich bin schwul. Nee. Doch, ganz sicher. Du veräppelst die Jodie jetzt, hä? Ach nee, ich habe mich schon vor ein paar Jahren geoutet. Ich bin stockschwul. Ich bedanke mich für Ihr freiwilliges Mitwirkung. So, dann setzen wir uns wieder hin. Denken Sie an die Zeit Ihres Auftrittes und jetzt ist Schluss damit, Herr Schmitz, ja? Vielleicht arbeiten Sie an diesem Erkennungssystem noch ein bisschen? Wie dem auch sei. Aber der Basti ist auf jeden Fall schwul. Ganz bestimmt. Ach, und warum? Nur weil du das jetzt hier festlegst oder was? Du kannst mich mal. War der Herr Zimmermann mal mit dem Mike Zapke? Foto von Mike hängt dann noch ganz oben. Zusammen bei Ihnen in der Bar? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber die beiden habe ich bei uns in der Bar nie zusammen gesehen. Wissen Sie überhaupt, ob die beiden sich gekannt haben? Davon gehe ich jetzt mal schwer aus, weil in der schwulen Szene kennt man sich. Das heißt aber nicht, dass die beiden sich jetzt gekannt haben, oder? Das ist ja einfach nur ein simpler Rückschluss. Und was ist mit diesen Fotos? Ja, die sind mir von dieser Frau da unter die Nase gehalten worden. Ich finde, das sind ein paar sehr schrille Fotos. Ja, wir wissen ja gar nicht, wo die Fotos herkommen, Frau Brunsel. Wir sehen ja nur einen Mann und einen anderen Mann auf dem Bild. Wie die zustande gekommen sind und wo die herkommen, weiß kein Mensch. Das müssen wir noch mal so festhalten, oder? Das spielt doch momentan erstmal keine Rolle. Zumindest ihre Angeklagte, das ist ja wieder eine andere Frage. Ging definitiv davon aus, dass es eine Affäre gab. Sie ist doch mit den Fotos bei Ihnen in der Bar gewesen. Erzählen Sie uns bitte mal von diesem Abend. Okay, also 3 Tage bevor Mike umgebracht wurde, da ist diese Frau da mit Fotos unterm Arm in die Bar gekommen und hat sie mir unter die Nase gehalten. Die Fotos, die da vorne an der Flipchart hängen, solche? Ja, diese, aber auch noch ein viel krassere. Das muss ich jetzt einfach mal hier so sagen. Basti okay. Und Mike beim Sex. Mike und Patrick waren ja zusammen. Die haben sogar schon zusammen gewohnt. Aber der Mike hat's ja mit der Treue nie so genau genommen. Oh, schau mal, der Patrick. Der tut mir total leid. Das ist echte Liebe. Ach du immer. Ich kann das schwule Pack eh nicht ab. Wann zieht denn der endlich aus? Hast du das schon mal nachgefragt? Ach nee, lass doch. Hey, du und deine Mitleidsdose, davon haben wir auch nichts zu fressen im Kühlschrank. Mann, was hat denn der da in der Hand? Was blättert der denn da drin rum? Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Im Umschlag ist bestimmt Kohle drin. Nix, der kann seine Miete nicht zahlen, der will uns doch verarschen. Ich habe keinen Bock mehr, mit dem noch länger unter einem Dach zu wohnen. Also ich weiß ja gar nicht, warum sich alle immer so aufregen. Nur weil man mal so ein bisschen anders ist. Wie hat die Angeklagte denn darauf reagiert, dass sie gesagt haben, sie kennten ihren Mann als homosexuell? Mein Gott, ganz blass geworden ist die Arme. Und dann ist sie in Ohnmacht gefallen. Übertreiben Sie gerade ein bisschen? Nein, ganz gewiss nicht. Sie ist dermaßen weggeklappt, die Arme. Wahrscheinlich wegen der Schwangerschaft. Ich habe ihr dann erst mal ein kleines Likörchen gemacht. Wirklich nur ein kleines. Ja, und mein Gott, dann hat sie ganz bitterlich angefangen zu weinen, die Arme. Der arme Mike. Es war doch so ein hübscher Junge. Schade um den. Ich kann aber wirklich nicht dafür. Wahrscheinlich war das einer von seinen schwulen Freunden. Was weiß ich, ob der Typ dann nicht ständig da in der Gegend rumgepoppt hat. Und vielleicht ist dann einer mal ausgerastet. Was weiß ich denn? Guck doch mal die Fotos. Das sind doch alles nur Vorurteile. Mike war treu. Er hat seinen Patrick geliebt. Ja, die waren schließlich oft genug zum Essen bei mir. Ja, und warum konnte er dann seine Finger nicht von meinem Mann lassen? Also Frau Zapke, wie auch immer, auf den Fotos sieht es jedenfalls nicht unbedingt nach Treue aus, wenn ich mich mal ganz schlicht ausdrücken kann. Da vergnügt sich Ihr Sohn doch anderweitig. So sieht's doch aus, oder? Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht genau erklären, warum. Also gut, ab und zu hat der Mike schon so ein bisschen von anderen Männern geschwärmt, wie das halt so ist, mein Gott, in der Szene. Aber er hat trotzdem Mike, Patrick geliebt und er war ihm treu.
Und ich hatte auch nie ein Problem damit, dass er schwul ist. Und wir haben auch über alles gesprochen. Also ich war wie eine beste Freundin für ihn. Ach, und wenn er Ihnen immer alles so ganz offen und ehrlich erzählt hat, hat er dann irgendwann mal einen Bastian erwähnt? Nee, das jetzt nicht unbedingt. Ach, ja. Komisch. Hast du gehört? Oh, wahrscheinlich hast du dem gesagt, dass er das geheim halten sollst, weil du verheiratet bist. Verdammt nochmal, ich hatte mit diesem Typen nichts. Mhm. Ja, ja. Frau Zimmer, Sie sind nach wie vor davon besessen. Ich kann das auch nachvollziehen, dass Ihr Mann homosexuell ist. Nach den Fotos kann man nichts anderes vermuten und dass er diese Affäre hatte. Und entsprechend sind Sie in der Wohnung natürlich ausgerastet. Sie konnten nicht mehr an sich halten. Natürlich ist sie mit Fotos auf die Wanderschaft gegangen. Natürlich hat sie sich danach erkundigt an den bestimmten Lokalitäten, wer der Mann neben ihrem Mann auf dem Bild ist. Das würden andere auch tun. Aber wir haben nicht Millionen Mörder, so wenig wie sie irgendjemanden umgebracht hat deswegen. Ich möchte aber noch auf ein Beweismittel zu sprechen kommen. Und das sind die Turnschuhe Ihrer Mandantin. Die sind bei Ihnen zu Hause sichergestellt worden, ne? Wie kommt das Blut von Mike Zapke an Ihren Turnschuh? Was beweist das, Frau Vorsitzende? Das beweist, dass die Turnschuhe möglicherweise am Tatort waren. Das beweist aber sonst gar nichts. Es könnte auch ein Doppelgänger gewesen sein, Frau Vorsitzende. Das müssen wir selbstverständlich vernünftigerweise in die Überlegungen mit einbeziehen. Oder Herr Krechel, wie soll es denn gewesen sein? In die Wohnung ist doch niemand eingebrochen, hat diese Schuhe entwendet, ist damit am Tatort gewesen und hat sie hinterher wieder zurückgestellt. Einbruchsspuren haben wir nicht. Also muss es doch Ihr Ehemann sozusagen gewesen sein, der sich in Ihre Schuhe zwängt und dann diese Tat begeht. Eins haben Sie jetzt bei dem Ganzen im wahrsten Sinne des Wortes unter den Schuh fallen lassen, dass es keine anderen Spuren in der Wohnung gibt. Es gibt komischerweise nur dieses Paar Schuh, das irgendeinen Aufschluss erlaubt, wie auch immer. Sonst keine Ihre Spuren Mandantin in der Wohnung. War nicht da? Das ist ernsthaft Ihre Einlassung? Welche Schuhgröße haben Sie, Herr Zimmer? 43. Und Sie, Frau Zimmer? 37. Ja. Bisschen knapp für den Fuß Ihres Ehemannes zumindest jedenfalls. Haben Sie irgendeine Erklärung, wie das Blut an Ihre Schuhe gekommen ist? Keine Ahnung, aber ich war's noch nicht, verdammt noch mal. Ich bin da nie gewesen. Da Fragen an den Zeugen Schmitz? Nein. Dann setzen wir mal mit der Freundin der Angeklagten fort, Nadine Breuer, bitte. Frau Breuer! Die ist nicht mehr meine Freundin. Dann wird sie uns gleich sagen, warum nicht mehr. Nehmen Sie an der Seite Platz, bleibt unvereidigt. Frau Breuer, bitte nehmen Sie doch Platz. Frau Breuer, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Nadine, Sie sind 22 Jahre alt und wohnen in Köln. Was sind Sie vom Beruf? Ich arbeite in einer Fastfood-Kette. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht? Ja, wir waren mal gute Freunde, waren wir. Waren wir. Und warum ist das heute nicht mehr so? Ach, keine Ahnung, die hat sich voll krass verändert. Die ist voll komisch geworden. Und jetzt soll sie jemanden umgebracht haben. Boah, weißt du was? Du bist echt eine tolle Freundin. Ich habe mir jahrelang für dich den Arsch aufgerissen. Ja? Und dann, ich kann es echt nicht glauben. Du brauchst wirklich nie wieder bei mir anzukommen. Was kann ich dafür, wenn du so eine Scheiße baust? Ey, ich kann sogar verstehen nach der ganzen Kacke, die wir zusammen erlebt haben. Warum? Was haben Sie beide so Negatives zusammen? Ja, wir sind zusammen im Heim groß geworden. Die kennt ihre Eltern gar nicht, die waren Säufer, hatten keinen Bock auf die. Und wir sind in Pflegefamilien gekommen. Waren wahrscheinlich nicht süß genug oder so. Und wenn nie einer einen will und man immer nur verarscht wird, dann rastet man schon mal aus und greift zum Messer. Ach, aber das klingt jetzt so, echt? Wenn ich zusammenfasse, als ob es sich für Sie sogar fast abgezeichnet hätte, dass sowas passiert. Die hat seit Jahren immer nur von Familie gesprochen. Die wollte unbedingt Kinder, war die gerade mal 15. Und da hatten die Typen aber keinen Bock drauf und sind gegangen. Und dann hat sie Basti kennengelernt vor einem Jahr. Dann ging das auf einmal voll schnell mit dem Kinderkriegen und Heiraten. Ja, und seitdem kann man die ganz vergessen. Hat sie mal mit Ihnen drüber gesprochen, dass ihr Mann homosexuell sein soll? Ja, die hat mich direkt angerufen. Die hat mir von irgendwelchen Homo-Fotos erzählt. Ich bin natürlich direkt zu ihr hin. Ich dachte mir, oh Gott, die Arme, jetzt ist sie auch noch einem Schwuli geraten. Die ist bestimmt für ihn nur so ein Alibi oder sowas. Aber jetzt hör doch mal auf, du hast überhaupt keine Ahnung. Das kannst du auch nicht ernsthaft glauben. Halt dich am besten gleich ganz raus. Ja, keine Ahnung. Aber Verena war sich auf jeden Fall absolut sicher. Die ist voll ausgerastet. Ich lasse mir von niemandem meine Familie kaputt machen. Da wird sie schon gedacht haben, was sie mit dem Verhältnis von Bastian anstellt. Viele Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat. Hat sie Ihnen gesagt, woher sie die Bilder hat? Die da. Nee, hat sie nicht. Aber sie wollte unbedingt, dass wir Bastian hinterher spionieren. Statt sie einfach mal direkt drauf anlabert, mussten wir stundenlang im Auto rumsitzen und darauf warten, um zu gucken, was mit ihm ist. Und die war voll fertig. Die wusste nicht mal, was jetzt mit dem Kind sein soll.
Auf jeden Fall hatte ich keinen Bock drauf. Das Kind ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Die Angeklagte wünschte sich ja schon länger ein Kind. Und die soll eigentlich auch zu einigen ungewöhnlichen Maßnahmen gegriffen haben, um das auch sicherzustellen, dass es soweit ist. Vielleicht können Sie uns dazu mal etwas erzählen. Also bitte, jetzt sei bloß ruhig. Ach komm, was du erzählst hast du jetzt mir gar nichts zu sagen. Das sag gehört hier überhaupt leise. Nicht hin. Du sagst ich bin da nichts dran, jetzt. Okay? So ist es. Die hat sogar schon mal Samenraub begangen. Die ist mit 16 hat diese einen Typen aufs Klo und hat dem, ja, Sie wissen schon, das interessiert keinen. Und hat versucht, sich selbst zu befruchten, die Olle. Das interessiert keinen, hatte ich gesagt. Niemand will das hier hören. Woher willst du das denn wissen? Diese Frau ist doch völlig gestört. Ich fass es nicht. Bin ich für dich auch nur so ein ganz billiger Samenspender oder was? Ist das alles? Nein, Basti. Basti, ich hab dich wirklich geliebt, bis ich geschnallt hab, dass du schwul bist. Aber so, und in diesem Moment, und deshalb ist das nur von Relevanz hier, da ist ihr Lebenstraum doch zerplatzt, oder nicht? Entschuldigen Sie, bemerken, das ist doch Schwachsinn, sie ist doch schwanger. Das ist doch unbestritten, oder? Nein, das ist jetzt der Traum ihrer Mandantin, etwas weiterdenken, Herr Krechel, ist eine Familie. Mutter, Vater, Kind. So wie man das spielt und so wie man es im Heim gerade nicht hat. Und da kommt jetzt der homosexuelle Mike Zapke dazu. Der passt natürlich nicht in diese Welt und der gefährdet die. Und um sich dann zu rächen, hat sie dann die Existenz ihres eigenen Kindes und ihrer Familie gefährdet, obwohl es doch gerade auf die Familie als Heimkind so ankommt. In ihrer Logik sichert sie die Familie. Sie sichert den Fortbestand der Familie, indem Mike Zapke aus dem Weg geräumt wird. Mit Logik habe ich es nicht. Noch Fragen an die Zeugin Breuer? Dann möchte ich fortsetzen mit der Zeugin Neuhaus, der Vermieterin und Nachbarin des Getöteten. Sandra Neuhaus, bitte, und Sie nehmen an der Seite Platz. Komm, geh weg. Freundin, komm zu mir, Schätzchen.